Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu Gast bei mir Ursula Diehl. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Knickel-Gesellschaft. Schön, dass Sie heute da sind, Frau Diehl. Frau Diehl, bei uns dreht es sich heute um moderne Umgangsformen. Und was mich da erstmal brennend interessiert, wie wird es denn festgelegt? Wer legt es fest und wie entscheidet man? Es ist jetzt zum Beispiel modern, dass ich mein Handy beim Essen auf den Tisch lege. Ja, also ich gehöre der Deutschen Knickel-Gesellschaft an, deswegen spreche ich jetzt für die Deutsche Knickel-Gesellschaft. Möchte aber auch gleich dazu sagen, dass es auch noch andere Einrichtungen gibt, einfach der Fairness halber, die sich auch mit modernen Umgangsformen beschäftigen. In der Regel haben wir da aber eine Übereinkunft, weil wir auch die Öffentlichkeit nicht komplett verwirren wollen. Zu Ihrer Frage ist es so, wir haben regelmäßige Treffen, regionale Treffen und auch mindestens einmal im Jahr ein überregionales Knigge-Treffen. Da finden sich dann alle diese Knigge-Trainer zusammen, die für die Deutsche Knigge-Gesellschaft im Einsatz sind. Das ist ein ehrenamtlicher Verein, ja? Und in der Regel ist es so, dass immer dann, wenn der Grund für eine bestehende Regel wegfällt oder eine neue Situation sich ergibt, das für uns Anlass ist, eine Regel zu hinterfragen und zu diskutieren, ob die noch Sinn macht oder ob es vielleicht eine neue Regel braucht. Und dann wird die verabschiedet. Wie oft kommt es so vor, dass man Regeln verabschiedet oder neue erstellt? Also es ist so, dass es ein schleichender Prozess ist, würde ich sagen. Beispielsweise ist die Frage schon länger aufgekommen, ist es denn wirklich sinnvoll, dass ich Salat immer falten muss? Ja, oft ist es ja so, man hat so widerspenstige Salatblätter auf dem Teller und man hat mal verinnerlicht, ich habe gehört, schneiden ist nicht so fein, also versuche ich es zu falten. Und je nachdem, wie diese... So kleine Päckchen. Genau, so kleine Päckchen zu falten. Und da passiert es mitunter schon mal, dass das Dressing dann nicht nur auf der eigenen Kleidung landet, sondern wenn man Pech hat, vielleicht sogar noch auf der Kleidung des Gegenübers. Ja. Und das war zum Beispiel, weil das eigentlich über Jahre immer wieder angeklungen ist, dann so ein Anlass zu sagen, jetzt hinterfragt man das mal. Und nachdem man festgestellt hat, dass der eigentliche Grund für das Falten weggefallen ist. Das war nämlich, dass das Besteck früher angelaufen ist und man wollte dem Gastgeber keine Unannehmlichkeiten machen, weil der Gastgeber oder sein Personal, je nachdem, danach halt ewig polieren musste. Drum hat man gesagt, dann darf man jetzt auch schneiden, wenn der Salat einfach sonst zu viele Probleme macht. Okay. Beispielsweise. Okay. Genau. Und also gibt es auch ein Thema, wo Sie sagen, das war vor 10 Jahren ein totales Tabu, aber die Zeit hat sich mittlerweile so gewandelt, dass es heutzutage total modern ist, sich so zu verhalten. Gibt es da einen Punkt, der Ihnen einfällt? Also vielleicht fällt mir eine Sache ein, das Thema Grüßen, Anreden, Vorstellen. Grundsätzlich gilt natürlich auch heute noch die Regel, dass der Ranghöhere den Gruß zuerst erwarten darf. Aber da hat sich jetzt inzwischen durchgesetzt, wenn ich jemanden zum Beispiel auf offener Straße sehe und jetzt einfach nicht ganz klar ist, wer ist denn da jetzt Rang höher? Ja? Mhm. Weil es je nach Kontext ist zum Beispiel ein Unterschied, ob die Dame Rang höher ist oder nicht. Ja? Mhm. Im Business spielt zum Beispiel Ladies First keine Rolle. Wenn ich also jetzt auf der Straße jemanden treffe und mir nicht sicher bin, ist das jetzt eigentlich noch Job, weil ich mit demjenigen ja beruflich zu tun habe, oder ist das schon privat, weil es ist Samstag und ich bin am Einkaufen, dann hat man inzwischen gesagt, wer zuerst sieht, grüßt zuerst. Ja, das wäre früher undenkbar gewesen, das ist heute völlig in Ordnung. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel mit dem Handy aus? Habe ich ja gerade am Anfang, bin ich drauf eingegangen, wenn ich jetzt mit Ihnen hier im Restaurant sitze und mein Handy neben mir auf den Tisch lege. Darf ich das? Soll ich es lieber in die Tasche packen? Also grundsätzlich dürfen Sie es nicht, weil Sie damit Ihrem Gegenüber permanent signalisieren, dass Sie jederzeit bereit sind, das Gespräch mit ihm für etwas Wichtigeres zu unterbrechen. Damit zeigen Sie Ihrem Gegenüber keine Wertschätzung. Allerdings gibt es wie immer Ausnahmen. Nehmen wir einmal an, Sie haben einen dringenden Anruf aus der Klinik zu erwarten. Ja, ein Angehöriger von Ihnen musste leider eingeliefert werden und eigentlich hätten Sie den Termin am liebsten ganz abgesagt und Sie wollten aber jetzt einfach Ihr Gegenüber nicht versetzen. Dann hat sicherlich jeder Verständnis, wenn Sie es dann erklären. Wenn Sie sagen, entschuldigen Sie bitte, ich erwarte einen Anruf aus der Klinik, ich muss da möglicherweise mal drangehen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch, normalerweise hätte ich das nicht gemacht. Dass Ihr Gegenüber das einschätzen kann, dann ist das in Ordnung. Dann lege ich mein Handy jetzt weg, wie sich das gehört. Wie ist es denn beim Niesen? Da
Ja, ist es mir auch schon oft aufgefallen. Da hatte ich auch persönlich oft die Diskussion. Der eine sagt, ich muss mich entschuldigen, wenn ich niesen muss. Der andere sagt, ich darf erwarten, dass jemand sagt Gesundheit. Wie hat sich das gewandelt? Was ist da die heutige Regel? Ja, also da hat sich es tatsächlich dahingehend gewandelt, dass man nicht mehr Gesundheit wünscht, sondern dass Körpergeräusche grundsätzlich, wenn möglich, ignoriert werden. Okay. Es wird dann zu einem Thema, wenn es ohnehin schon ganz offensichtlicherweise viele Menschen mitbekommen haben. Also ich will mal ein Beispiel geben. Wenn Sie jetzt in einem geschlossenen Raum sind mit jemandem in einem Besprechungsraum, in einem Zugabteil oder in einem Aufzug und Sie müssen niesen und das haben sich jetzt eh schon von den 5, die da mit drin sitzen, 4 nach Ihnen umgedreht, dann ist es höflich, sich dafür zu entschuldigen. Weil dann haben alle anderen Ihnen ja schon signalisiert, Sie haben es mitgekriegt und sind jetzt eh schon auf Sie fokussiert. Wenn Ihnen jetzt dieser Nieser zum Beispiel in der Oper passiert, ja, und Sie sagen dann noch lauthals hinterher, tut mir leid, Entschuldigung, dann stören Sie nochmal. Das ist noch ärgerlicher. Genau, dann ist es einfach klüger, einfach es zu ignorieren. Gut, dann vielen Dank bis dahin. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir mal, welche Fragen unsere Zuschauer so hatten. Bleiben Sie dran. Hallo zurück hier beim Stadtgespräch, heute aus dem Perpaco in Stuttgart. Zu Gast bei mir ist Ursula Diehl, Vorstandsmitglied der Deutschen Knicke-Gesellschaft. Wissen Sie denn schon jetzt für 2019, wie es da aussehen wird? Gibt es da Regeln, die ganz neu sind, Regeln, die wieder hinfällig sind? Also wir haben unser nächstes Treffen im Februar diesen Jahres. Danach weiß ich ein bisschen mehr. Ich kann nur zum Beispiel sagen, vom letzten Treffen, da haben wir zum Beispiel uns mit der Serviette beschäftigt. Wenn wir jetzt schon in einem Restaurant sitzen, passt das ganz gut. Da haben wir zum Beispiel tatsächlich mal die Frage aufgeworfen, wenn ich eine Stoffserviette bekomme oder wenn ich eine Papierserviette kriege, muss ich die unterschiedlich benutzen? Bisher war das so, dass viele die Stoffserviette ganz selbstverständlich gefaltet haben und daneben den Teller gelegt haben, die Papierserviette aber oft nach dem Essen auf den Teller geworfen wurde. Ja. Und das haben wir dann auch, da haben wir einfach sehr viele Anfragen bekommen und viele, viele Leute haben sich da wirklich dran gestört, weil die gesagt haben, das finde ich eklig, wenn da dann Soße auf dem Teller ist und dann wirft jemand am besten noch zusammengeknüllt diese Papierserviette auf den Teller und dann saugt sich das mit Soße voll, das finde ich unangenehm. Und tatsächlich haben sich da diese Anfragen gehäuft. Das haben wir dann zum Beispiel zum Anlass genommen, um das wirklich zu verabschieden. Und da heißt wirklich die neue Regel, die Papierserviette ist zu behandeln wie die Stoffserviette. Also auch die wird jetzt künftig nach dem Essen zusammengefaltet, links neben den Teller abgelegt. Wir haben ja auch viele Zuschauerfragen bekommen. Da habe ich einen Aufruf gestartet auf Facebook. Eine Frage war zum Beispiel, wenn wir jetzt auch schon im Restaurant sitzen, wenn ich mit einem Mann ins Restaurant gehe, wer geht zuerst rein, wer geht zuerst raus? Darf ich auch als Frau dem Mann den Vortritt lassen? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Deswegen, weil die Hierarchie zwischen den Personen nach außen meistens nicht so transparent wird. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir so den Klassiker haben, so die tradierte Rolle, der Herr lädt die Dame ins Restaurant ein, ja, die Dame ist der Gast, oder ein Herr lädt einen Kunden ins Restaurant ein, dann wäre es ganz selbstverständlich, dass der, der einlädt, vorausgeht. Also er lässt nicht den Gast quasi zuerst in den Gastraum gehen, weil da würde er ihn quasi in unüberschaubares Terrain entlassen. Das macht man nicht. Das ist wieder das Thema Sicherheit. Und es ist vielleicht auch unangenehm demjenigen. Das heißt, der Gastgeber würde zuerst vorgehen. Wenn jetzt aber wir zum Beispiel die umgekehrte Situation haben, nehmen wir mal an, eine jüngere Frau lädt einen älteren Herrn zum Essen ein, weil das ihr Kunde ist. Dann wäre sie die Gastgeberin und dann hätte sie diese Rolle. Das ginge, wenn man das jetzt ganz streng zu Ende denkt, so weit, dass sie dem Herrn dann aus dem Mantel helfen dürfte und sie dem Herrn, wenn es ein ganz gehobenes Lokal ist und es dort etwas mit sehr hoher Etikette zugeht, sogar den Stuhl zurechtrücken müsste. Und das sind zum Beispiel auch die Dinge, die wir besprochen haben, bei denen wir gesagt haben, das lässt sich in der Praxis in den meisten Fällen nicht umsetzen, einfach deswegen, weil dann die Wertschätzung nach hinten losgeht. Da würde sich nämlich der Herr in der Regel nicht wohlfühlen, ja, wenn er sich quasi vor den anderen Gästen den Stuhl zurechtrücken lässt. Das würde wahrscheinlich alle Blicke auf sich ziehen. Genau, ja. Aber ganz streng genommen wäre es so, dass der Gastgeber würde quasi die Tür öffnen, der Gast würde eintreten,
Der Gastgeber würde dann wieder um den Gast herumgehen, würde vorgehen, würde sich dann den Tisch zeigen lassen vom Kellner. In einem guten Lokal geht man nicht direkt an den Tisch, sondern wird gebracht. Dann würde der Kellner die Führung übernehmen, der Gast wäre in der Mitte und der Gastgeber wäre hinten. Okay. Wenn ich dann am Tisch sitze, wie bei uns jetzt, gibt es ja oft mehrere Auswahlmöglichkeiten an Gabeln, an Messern. Wie gehe ich da vor? Ich habe mal gelernt, von außen nach innen. Ja. Das trifft immer noch zu. Eine Zuschauerfrage kam noch, auf die möchte ich noch eingehen. Ich lese es mal vor. Mein Geschäftsführer duzt mich regelmäßig. Wir haben uns beide aber gegenseitig nicht das Du angeboten. Muss ich ihn dann trotzdem siezen oder habe ich auch das Recht, ihn zu duzen? Das ist natürlich jetzt auch eine gute Frage, weil da haben wir jetzt natürlich zwei Schmakazien in einem. Also das erste ist, ich darf den Geschäftsführer streng genommen erst duzen, wenn er mir das Du auch angeboten hat. Mhm. Nur weil er mich duzt, ist es noch kein Angebot, dass ich ihn auch duzen darf. Das heißt, nein, ich darf es nicht. Streng genommen dürfte er aber umgekehrt auch nicht einfach duzen. Ja? Ist halt immer schwierig, sich dann das zu trauen. Wir waren ja gar nicht beim Du. Also in der Tat ist es leider auch so, dass man wenig Möglichkeiten hat, weil eine ungeschriebene Kniggeregel lautet, ich kritisiere mein Gegenüber nicht für fehlende Etikette. Das heißt, derjenige darf streng genommen auch seinem Chef nicht sagen, dass er da einen Fehler gemacht hat. Also mein persönlicher Lösungsvorschlag wäre, ich würde einfach die offene Frage stellen, wie war das jetzt nochmal? Waren wir per Du oder waren wir per Sie? Damit schaffe ich eine Klarheit und ich habe meinen Chef nicht kritisiert. Wenn ich mich da jetzt noch fortbilden möchte selber und, oder die Zuschauer da auch Interesse haben, wo kann man sich da melden? Also meine Empfehlung ist, sich entweder direkt bei der Deutschen Kniegesellschaft die Trainerkollegen anzugucken. Ich bin da auch drauf. Freue mich natürlich auch, wenn man mich direkt anspricht. Ja, ich bin hier in Stuttgart. Aber wie gesagt, alle Trainerkollegen in ganz Deutschland auf der Seite sind alle IHK-zertifiziert, auch alle für Business-Knicke zertifiziert. Natürlich hat da jeder auch Schwerpunkte, die ihm eher liegen als andere. Kann ich alles sehr empfehlen. Sowohl was jetzt offene Seminare angeht, das heißt, ich melde mich zu einem offenen Seminar als Einzelperson an oder ich kann natürlich auch ein Einzelcoaching buchen oder das wird auch sehr häufig angefragt. Also ich bin zum Beispiel meistens bei Unternehmen, die dann quasi ihr ganzes Team coachen oder schulen lassen durch mich und gehe dann da direkt hin. Das geht alles. Manche buchen auch einen Vortrag und sagen, wir möchten das nur mal anteasern, damit es besprechbar wird oder wir möchten einen Schwerpunkt setzen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Da gibt es sehr viele Alternativen, ja. Super. Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Gespräch. Es war sehr interessant, habe einiges Neues gelernt. Und ja, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.